Hallo und herzlich willkommen zu Näh mit mir. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr super einfach so ein cooles, süßes Dekokistchen hier nähen könnt. Meins ist jetzt rund, aber das könnt ihr wirklich in jeder Form machen. Ich zeige euch halt einfach, wie ihr so kleine Kissen mit Füllwatte selber nähen könnt. Und zwar super einfach in 5 Minuten. Für dieses Dekokissen braucht ihr einfach nur einen Stoff. Ich würde irgendwas Weiches empfehlen, Niki-Stoff, Samtstoff, sowas. Und ihr braucht Stoffklammern oder Stecknadeln, etwas Füllwatte und natürlich eure Stoffschere. Der Schnitt ist wirklich super einfach. Ihr braucht nämlich einfach nur zweimal einen Kreis oder halt die Form, die euer Kissen haben soll. Denkt dabei aber daran, dass das noch ziemlich viel kleiner wird, als es vorher aussieht, dadurch, dass es gefüllt wird und die Nahtzugabe natürlich noch wegkommt. Das heißt, schneidet das lieber größer zu, als ihr es eigentlich haben wollt, dann wird das wahrscheinlich ungefähr die Größe haben, die ihr wollt, wenn ihr das etwas größer zuschneidet. Ich habe jetzt zusätzlich zu meinen zwei Kreisen noch zwei kleine Kreise ausgeschnitten. Und zwar habe ich vor, daraus so kleine Knöpfe zu machen. Die fülle ich auch mit Füllwatte. Dann werden die so rund. Und damit ziehe ich das Kissen in der Mitte dann noch zusammen. Wir fangen an, indem wir die eine Seite so mit der schönen Seite nach oben legen und die andere genauso da drauf. Das heißt rechts auf rechts, also mit der schönen Seite auf die schöne Seite hier drauf legen. So. Guckt, dass ihr die am Rand wirklich genau überall gleichmäßig hier hinlegt. Und dann geht ihr hin und steckt die erstmal so fest, bevor ihr dann wirklich rundherum geht und das zusammennäht. Also guckt, dass die Kreise gleichmäßig aufeinander liegen, bevor ihr das Ganze näht. So. Und denkt beim Nähen daran, dass ihr eine kleine Wendeöffnung lassen müsst, durch die ihr halt das Ganze auch noch wenden könnt. Schneidet, bevor ihr das Kissen wendet, in der Nahtzugabe so kleine Schlitze hier rein, sodass das so Fransen hier werden. Das macht man am besten immer bei runden Formen, damit die Nahtzugabe innen drin sich schöner wenden lässt. Und dann wird das halt genauer hier auf der Kante liegen und einfach ordentlicher aussehen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt schon vorbereitet und jetzt wende ich das Ganze durch die kleine Wendeöffnung. So. Und jetzt könnt ihr richtig nach dem Wenden hier in die Ecken gehen und seht schon, dass das dann wirklich hier so in der Rundung wirklich genau auf der Naht liegt. Wenn ihr das Ganze ordentlich gewendet habt, könnt ihr jetzt auch schon das Ganze befüllen. Guckt, dass ihr einfach immer so kleine Stückchen von der Füllwatte abreißt und die dann hier durch die Wendeöffnung reintut. Füllt das Kissen nicht zu viel, sondern halt einfach so, wie es sich gut und gemütlich anfühlt. Guckt, dass das vorher schön verteilt ist. Und dann, wenn ihr zufrieden seid mit der Fülle des Kissens, sage ich jetzt mal, geht ihr jetzt hin und schließt dann mit einem Handstich, mit einem Matratzenstich, um genau zu sein, hier diese Wendeöffnung. Das heißt, ihr geht immer hier unten rein, dann hier oben und immer so abwechselnd. Und wenn ihr hier unten in diese Nahtzugabe immer reinsticht, sieht man diese Naht auch nicht. Ich habe die Wendeöffnung geschlossen und jetzt gehe ich hin und mache die Knöpfe fertig, die in die Mitte hier reinkommen. Und zwar nehme ich dafür diese kleinen Kreise, die ich vorher ausgeschnitten habe, so. Und mache da etwas Watte rein. So, also ich rolle die vorher so zusammen, dass sie so ein bisschen kleiner wird, wie so eine Kugel. So, vielleicht ist es ein bisschen viel, ich nehme nochmal weg. Also guckt einfach, wie viel da reinpasst, so, damit das so kleine, dicke Knöpfe halt werden. So, und so gefällt er mir, deswegen gehe ich jetzt hin. Und ich habe nochmal meine Handnadel, die ich vorher auch benutzt habe, für die Wendeöffnung zu schließen. Und damit schließe ich jetzt hier hinten den Knopf. Das heißt, ich gehe einfach hin und gehe immer auf die entgegengesetzten Seiten
und ziehe da den Stoff sozusagen zusammen. Ich habe jetzt meine zwei Knöpfe fertig, also die sehen unten jetzt nicht perfekt aus, aber die Seite wird eh in den Stoff reingedrückt, das heißt, man sieht die eh nicht. Ich habe jetzt hier nach dem Nähen erstmal das Seil noch dran gelassen oder den Garn. Und zwar gehe ich jetzt hin und gehe an mein Kissen, suche da genau die Mitte raus, so. Und dann steche ich da einmal komplett durch. Das heißt, ich gehe in die Mitte, nehme die Nadel und steche da komplett bis auf die andere Seite durch. So, mein Faden ist jetzt auf der anderen Seite und wenn ich jetzt da dran ziehe, und zwar etwas fester ziehe, dann seht ihr, wie sich das Kissen so nach innen drückt und der Knopf halt so nach innen gedrückt wird. Das macht ihr jetzt ein paar Mal hin und her, also guckt, dass euer Seil mehr als doppelt ist, also meins ist jetzt vierfach oder mein Garn, sage ich jetzt besser mal, also der ist vierfach und ich gehe jetzt ein paar Mal hin und her zwischen dem, sodass das halt in der Mitte so zusammengedrückt wird. Ich habe das Ganze jetzt ein paar Mal hin und her gemacht und ihr seht schon, also hier die Seite ist jetzt schon schön, der Knopf ist in der Mitte und so ein bisschen eingedrückt und jetzt gehe ich hin und mache in das Loch, was ich hier entstanden ist, dadurch, dass ich halt immer so hin und her gegangen bin, mache ich jetzt den zweiten Knopf rein. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach durch und nähe den Knopf hier rein. Ich habe jetzt nach ein paar Mal das Ganze verknotet und jetzt ist das Kissen auch schon fertig. Ich habe hier meine zwei Knöpfe und das ist halt so ein richtig süßes Deko-Kissen. Also bei mir ist das jetzt auch nicht wirklich groß, also das ist wirklich ziemlich klein. Und ich finde aber, dass das so seinen ganz eigenen Charme hat, wenn man sowas halt so als Deko auf so Sofas legt oder aufs Bett tagsüber. Ich finde, das sieht halt richtig süß aus und ihr habt ja jetzt gesehen, wie einfach das zu machen ist. Also das kriegt man wirklich in 5 Minuten genäht und das ist auch wieder eine super Geschenkidee oder auch eine Idee für Stoffreste halt zu verwerten. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und ihr könnt mir gerne eure Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare schreiben. Ich lese die mir auf jeden Fall durch und antworte dann auch da drauf. Und ja, wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, abonniert doch gerne meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nie wieder ein neues Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!